So. Dann wollen wir noch eben gucken, ob wir oben erstmal gekackt haben. Nö, ich glaube eigentlich. Ich renne dauernd gerade in diese komischen, hässlichen Blumen hier. In diese schreienden Blumen. Aber okay. Larry, wo bist du? Let's go. 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 Ich weiß nicht, wo lang. Hä? Ah ja, genau. So, einmal den Zeitkack auf Dings hören. Hier ist auf jeden Fall ordentlich Geld. Und ein Typ, der irgendwas liest. Mal schauen, was der hier liest. Ach so. Ist irgendein SpongeBob. Ach so, das ist SpongeBob. Beziehungsweise SpongeBob-Poster mit, ne, mit dem Robo-Patrick drauf. Naja. Ansonsten ist hier, glaube ich, nichts. Nein, sehe ich nichts. Keine Gary, keine Larry, keine Sherry, keine wie auch immer. Auch keine Terry und Barry White ist ja auch nicht. Na, ärgerlich eigentlich. Wäre schon cool gewesen, ne? Ist hier vielleicht was? Hallo? Nicht wirklich. So. Nein. Was mache ich eigentlich? Das war relativ sinnlos, glaube ich. Aber okay. So, jetzt haben wir wieder Power. Und einen Hammer in der Hose. Unter anderem. So. Oh, hi. Du hast einen Hammer. Ich habe einen Hammer. Wir passen nicht zusammen. Hallöchen, Turtle. Was geht? Die Wände sondern grünen Schleim ab. Uah! Und was kommt dann? Senf in den Klos? Gurkenplage? Uah! Nee. Immer noch das, der grüne Schleim, der hat immer noch nichts. Der war immer noch falsch. Das war ja ein falscher Film, wie Thaddeus sagte. Slalom, völlig unnötig, egal. So. Ach du verkackter Dreckspenner. So. Vielleicht habe ich den hier irgendwo übersehen. Das, was ich eigentlich so direkt nicht glaube. Alter, lag doch nicht rum hier, du Scheißpenner. Ja. Also, sorry, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Aber es ist auf jeden Fall kacke, das nervt tierisch. So. Boing.
Kabums. So, ach ja, da kommen ja die Dinger noch. Die komischen. Mhm. Da kann man sich wieder ein paar. Oh, da ist er. Da ist das Viech. Jetzt habe ich es gefunden. Dann wollen wir mal eben. Klappt dich um. So. Aber warum mache ich das eigentlich nie so? Immer dieses Springen und Töten und dann. Naja. Gut, also wir haben es geschafft. Dann machen wir nochmal runter eben. Und uns den, die Leben hier holen und überhaupt. Und dann weitermachen. Dann sind wir nicht so gut wie du. Fertig, ich sehe gar nichts. Dankeschön. Ach. Und dann werde ich auch, wenn. Oh, ich habe noch gar keine. Mein Gott. Noch nicht mal eine halbe Stunde zu Ende. Nee. Ja, noch nicht mal eine halbe Stunde. Damit meine ich noch nicht mal 20 Minuten. So. Ja. Für die Woche benötige ich noch, nämlich noch ungefähr. Ja, noch ungefähr. Ja, drei Folgen. Oder ich benötige drei Folgen in dieser Woche noch. Das heißt, eine halbe Stunde dauert das dann. Oder brauche ich denn noch ungefähr? Ja. Deswegen mache ich das gerade. So, und viel mehr möchte ich auch nicht spielen, denn ich bin gerade dabei, was anderes zu spielen. Und wenn ich hier durch bin, ja, bin ich dann erstmal. Ach ja, hier kommen ja die Fäuste oder was auch immer. Okay, ich wusste gar nicht, wo das ist. Blöd an diesem Spiel oder an PSP-Spielen allgemein ist, dass hier die Qualität natürlich ein wenig schwächer ist als zum Beispiel auf der PlayStation 2. Auch nur mit ein wenig, also muss man echt sagen, die Qualität ist wirklich ziemlich gut. Ist wirklich schon fast vergleichbar mit dem mit der PS2. Aber. Scheiße. Aber. Wir haben das Ding aber gewonnen, oder? Ja, gut. Aber halt, ja, es hat ein bisschen. Sowas wie Schatten oder sowas zum Beispiel. Wie man das da sah von den. Von diesen Fäusten. Man weiß aber nicht, wo die aufkommen. Und auf der PS2 wird man entweder Schatten haben oder einfach irgendwie so eine Delle oder keine Ahnung, was die da hin machen würden. Aber irgendwas wird man da. Könnte man da. Ach, scheiße. Scheiße, Mann. Was geht denn ab? Meine Güte. Junge, Junge. Kotzen. Naja, wie gesagt. Insofern ist die Qualität auf der PS2 ein bisschen besser. PS3 natürlich überhaupt ist natürlich nicht vergleichbar. Und die PS4 wird natürlich auch noch ganz cool. Okay, ja, siehst du, ich dachte. Da dachte ich zum Beispiel wieder, dass ich nicht wirklich in der Nähe stehe. Aber ich stand genau drunter. So. Oh, scheiße, Mann, das war knapp. Ich dachte, ich schaff das und dann war auf einmal. Ich hab's ja geschafft. Ich warte. Okay, ich muss. So. Ja, ja, du mich auch. So, dann einmal auf einmal. War da nicht dieser komische Endboss? Der eigentlich total einfach war und ich den ich gefailt habe, kann das sein? Ich glaube, ja. Ich glaube, das war der. Dann müsste es ja eigentlich gleich recht viele Unterhosen geben. Ist eigentlich immer so. Vor Dings wird man immer mit Leben zugekackt. Bist du denn? Vielleicht mal um. Ich hoffe, das macht dir nichts aus. Alter.
Anscheinend macht es ihm was aus, weil der hat ziemlich lange gebraucht. Und da ist noch einer, sieht man schon. So. Nochmal, komm. Hallo. So. Was zum Teufel? Hä? Der hat überhaupt nichts gemacht. Der hat so nach vorne gewippt und dabei irgendwie rumgeblasen. Okay, das klang jetzt komisch. Nee, so eine komischen Blubberblasen da abgesondert. Und ich bin davon gestorben. Was zum Teufel? Meine Fresse. So, jetzt aber. Unterhosen kommt zu mir, meine Lieben. Natürlich ist da jetzt keine mehr drin. Jetzt brauche ich nämlich zwei Stück. Super. Superbst.